Bang, der selbst erwachsen ist mit 21 Jahren, richtig arbeiten geht, also der geht nebenbei, dass er auch noch Clients codet, wo er ja auch Geld für kriegt bei mir, geht er normal arbeiten. Und trotzdem, obwohl er nur so wenig Zeit da reinsteckt, kann er den Server so gut ficken, während Fabian Fassbender, der wunderschöne Spast, genatzt, seine Vollzeit daran arbeitet, den Server zu verbessern und das Anti-Cheat zu verbessern, mit 30 Jahren es aber trotzdem nicht hinkriegt. Murder on call with the partner. 20 years in the same like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sailor than every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu der ZEC mit einer neuen Version von Necrom. Bang hat ja in letzter Zeit ziemlich viel zu tun und deshalb kommen nicht mehr so viele Updates. Von daher finde ich das aber auch nicht schlimm, weil er einfach nicht die Zeit hat und ich ihm daher auch nicht irgendwo herzen will. Aber das Update hat eigentlich so ziemlich alles gefixt, außer den Scaffold Walk. Den hat er noch immer nicht geaddet. Ich kann ihm demnächst mal eigentlich dazu Tipps schreiben, wie man das ziemlich einfach machen kann. Und ich denke mal, dann wird er das auch noch einbauen. Aber sonst hat er alles wieder behoben. Es gibt keine Autobahns mehr. Zumindest habe ich bis jetzt schon 3 Runden gespielt. Und auf einem Account vorher habe ich das auch schon ein bisschen getestet. Das Einzige, was mich da geautobahnt hat, war der No-Fall, was leider eh nicht geht mit der Config-Aufgabe. Aber der Client hat jetzt eine AC No-Fall, nur halt bringt das kaum was, weil Gomma eigentlich so der einzige große Server ist, der mir zumindest einfällt, der halt das Anti-Cheat benutzt. Und von daher, nun ja, ist es ein bisschen unnötig. Aber der B-Hop ist relativ schnell, ohne Autobahns macht es relativ viel Spaß so. Und ich denke mal, dass ich auch nicht mehrere Accounts diese Folge brauchen werde. Zumindest denke ich das von dem her, weil ich ja schon relativ lange auf dem Account hier spiele. Kaufen uns noch ein paar mehr Blöcke und dann gehen wir halt los. Wir spielen einfach mit Fastplay und Safe Walk, weil wir halt kein Scaffold Walk haben. Und ich habe mich damit bis jetzt schon ziemlich gut zurechtgefunden. Weil man einfach das hier machen kann und wird dann als Grizzly Bridgen detected und das ist dann kein Problem für Gomma. Aber natürlich, wenn man ein bisschen geradeaus nach hinten bridgt, dann wird man halt geblockt glitcht. Aber wenn man dabei autistische Taps zur Seite macht, dann ist das in Ordnung. Muss man sich merken, ist auf jeden Fall ein bisschen dumm, aber hey. Oh, der hat einen Bogen. Schön, dass wir ihn jetzt getötet haben, damit er uns später nicht mehr auf den Sack gehen kann mit dieser Scheiße. Ohne Spaß. So ein Bogen ist das Einzige, was mich heutzutage in Minecraft triggern kann. Den Rest vom Spielen juckt mich wirklich einen Scheiß. Aber Bögen, meine Fresse, das ist echt der größte Krebs, den es auf der Welt gibt. Die Folge wird heute, denke ich mal, wieder ein bisschen inhaltsloser, weil ich kein Thema gefunden habe, über das ich sprechen kann. Außer, dass IP-Bans wieder komplett ausgeschaltet sind angeblich, während es aber einen neuen X-Ban gibt. Was ja nachgenutzt kein IP-Ban sein soll. Komischerweise ist es aber noch schlimmer als nur ein IP-Ban. Nämlich wird man wieder gebannt, wenn man sich mit derselben IP vom gleichen Account einloggt. Und ja, Props gehen dafür auch mal wieder raus, weil dafür halt schon wieder Legits viele Bans kassieren werden. Ich frage mich außerdem, ob sie wirklich irgendwo noch eine zweite Möglichkeit haben, um diesen X-Ban zu verursachen, aber ich bezweifle es, weil das Einzige, was man wirklich von Informationen kriegen kann, halt die IP ist. Und ich es halt einfach wieder lächerlich finde, dass sie es anmachen und damit Legits ficken. Aber versteht mich nicht falsch, man wird nicht gebannt, wenn man sich auf einen neuen Account einloggt. Aber man wird gebannt, wenn man einen X-Ban hat und sich dann auf einen neuen Account einloggt, dann kriegt der Account auch einen X-Ban. Und, oh Gott, das wird schon wieder richtig spaßig. Junge. Ja, so wird das tatsächlich nichts. Aber ich brauche irgendwie halt Hilfe von meinem Teammate. Ich will mir halt keinen Bogen kaufen gehen, was wir aber jetzt, glaube ich, einfach machen werden. Weil das Einzige, was man gegen den Bogen machen kann, ist noch ein anderer Bogen. Also speeden wir einfach mal kurz rüber. Ihr seht das, denke ich mal, in dem Video nicht so gut, der Speed, aber der Speed ist ziemlich schnell. Zumindest 1,5 mal schneller als Legits, würde ich schon denken. Außerdem hatte ich gestern eine ganz nette Konversation mit Genutzt auf Twitter. Komischerweise hat er dann auch irgendwann nicht mehr geantwortet, weil er wohl gemerkt hat, dass ich recht hatte. Ist halt natürlich tragisch, wenn ein 30-jähriger Dude
so mit einem 17-Jährigen nicht mithalten kann und irgendwann einfach die Schnauze hält, weil er weiß, dass er nur Scheiße labert. Und ja, wenn es interessiert, kann es sich durchlesen. Ist ein ziemlich gutes Entertaining Purpose so. Also wer es sich geben will, kann das gerne machen. Und wir sehen uns gleich erstmal in der nächsten Runde wieder. Find's witzig, wie der Server auf 20.000 Spieler vollgebottet ist. Es ist ja ziemlich offensichtlich, dass es keine echten Spieler sind. Weil so ungefähr eine QSG-Runde dauerhaft gleichzeitig offen ist und sonst die ganzen Lobbys sich einfach nicht mal füllen. Damals war es ja wenigstens so, dass bei 20.000 Spieler der Server einigermaßen voll war. Aber inzwischen ist es nur noch peinlich, dass die Botten versuchen, Relevanz zu zeigen. Ich finde eigentlich Botting sollte sogar illegal sein. Falls das jemals ans Licht kommt, dass Gomme wirklich bottet, dann hoffe ich wirklich, dass deren scheiß Netzwerk für sowas geschlossen wird. Es ist einfach nur traurig zu sehen, wie sogar Bed Wars-Runden einfach Lobbys null Spieler drin haben können und QSG einfach meistens immer nur eine Lobby gleichzeitig gefüllt wird um 16 Uhr am Mittag. Und sie dann meinen, klar, wir haben 20.000 Spieler, während aber so Game-Modes wie QBW inzwischen gar nicht mehr fast gespielt werden. Und halt selbst die Main-Game-Modes wie QSG und Bed Wars einfach sau viele ungefüllte Lobbys haben. Aber klar, 20.000 aktive Spieler ist sehr wahrscheinlich, oder? Vor allem diese Meinung hat sich einfach schon so sehr rumgesprochen, dass das so viele Legend-Spieler auch dran glauben. Ich hoffe einfach wirklich, dass sie irgendwann dafür gefickt werden und dass sie dann richtig dran verrecken. Genatz meinte ja unter anderem auch, dass er gute Arbeit leistet und dass man stolz auf ihn sein kann, während er halt nichts anderes macht, außer Bugs über AAC zu reporten. Die AAC hat ja kein eigenes Forum, was ich heute gelernt habe, sondern es ist irgendeine, ich glaube es ist eine Bucket-Seite, wo AAC angeboten wird oder sonst irgendeine Scheiße. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe das Forum aber selber schon gesehen, wo drin auf jeden Fall AAC angeboten wird und da reportet Gnatzt ja seine Bugs und macht sonst nichts. Ach doch, er ändert noch ein bisschen an den Configs rum. Und das nennt man dann Arbeit als 30-Jähriger und da sollte man auf jeden Fall stolz drauf sein auf so einem Leben. Also ich mit 17 leite ja einen Shop, einen YouTube-Channel und alles, was dazugehört mit den Leuten, die im Shop sind. Und wir wurden tatsächlich gebannt. Wow. Wir sehen uns gleich auf dem nächsten Account wieder. Naja, gut. Ich hätte vielleicht mal vorher die Stats zeigen sollen, damit man gesehen hat, wie lange ich schon auf dem Account spiele. Nächstes Mal switche ich einfach vorher den Alt, bevor ich das als, beziehungsweise wie Leute es sehen werden, es als Ausrede benutzen kann. Ich weiß ja als einziger selbst, dass es keine Ausrede ist. Nur ich komme mir halt immer dumm bei solchen Sachen vor. Aber egal, wir sollten eigentlich die ganze Folge nicht mehr gebannt werden. Zumindest habe ich ja inzwischen schon auf dem alten Account irgendwie 20 Minuten verbracht, also würde es mich echt wundern, wenn ich jetzt noch mal gebannt werden würde auf dem zweiten Alt. Egal, ihr kriegt eh genug Freeals wieder in die Beschreibung. Also selbst wenn ich nur wenige Accounts habe, auf denen ich spiele, geht es halt trotzdem. Und man hat ja auch wieder gesehen, es geht halt perfekt, wenn man sich nur ein bisschen dabei bewegt. Aber ja, ist halt ein gutes Anti-Cheat. Und trotzdem werden halt Legends fürs Brizzly Bridge noch geflaggt, was ich halt ultra witzig finde. Wir sind Team Gelb, okay. Na, ist alles in Ordnung. So, Schwert. Und ich bedanke mich übrigens nochmal wirklich an die Aktivität von meinen Abonnenten in letzter Zeit. Damals habe ich nur in den ersten paar Stunden, na ja doch, ich habe halt trotzdem mehr Aufrufe als sonst bekommen. Aber inzwischen hat sich das einfach so heftig verbessert. Von Leuten, die halt darauf warten, dass ich ein neues Video hochlade und dann es halt auch direkt anklicken. Und da bedanke ich mich einfach nochmal herzlich für den ganzen Support in letzter Zeit. Ich finde es schon ziemlich nice so. So macht YouTube auch einfach viel mehr Spaß, wenn man merkt, dass Leute auch wirklich interessiert und darauf warten, dass sie dein Video gucken können und so weiter. So macht das echt ziemlich viel Spaß. So. Oh lol. Da hätte ich einfach gerade fast einen Blockglitch gehabt. Oh, wie schön. Aber leider auch nur fast. Das war halt, glaube ich, wieder ein Safe-Walk-Check. Find's halt witzig, wie ich ein einziges Mal am Ende vom Block einen Stopp mache und das dann als Safe-Walk detected wird. Kann man echt stolz drauf sein, auf dieses Drecks-Anti-Cheat. Das ist echt so scheiße. Mann, das ist einfach nur noch traurig. Das ist wirklich einfach nur noch traurig. Ach ja. Vor allen Dingen würde Genatzt wenigstens einsehen. Ich habe ja mal in einem Video sogar angesprochen, dass Genatzt mir ein bisschen leid tut, dass ich ihn so oft als Person beziehungsweise nicht beleidige, sondern halt schlecht darstelle.
Aber inzwischen tut der Typ mir einfach kein bisschen mehr leid, weil er einfach selbst dafür verantwortlich ist. Er hat mir einfach heute gezeigt, dass er das, was er macht, vollkommen ernst meint und es wirklich mit 30 Jahren nicht hinkriegt, irgendwo den Server zu verbessern und das als Arbeit auch noch darstellt. Es ist einfach nur eine ziemlich traurige Persönlichkeit. Ich kann ihn halt auch nicht weiter so irgendwie in der Öffentlichkeit schlecht darstellen, weil das irgendwann dann halt einfach so gesetzliche Probleme mit sich bringt. Aber solange es alles nur ist, was ich auf seine Arbeit und auf sein Netzwerk beziehe, kann er mir halt nichts. Das finde ich ziemlich witzig. Was, wie gesagt, halt eine 30-jährige Person einfach keine Ahnung hat von dem, was er tut. Das ist so schön. Aber dass der Gomme-Server an sowas dann down geht, ist halt klar. Und wie ich halt auch schon in dem Video letztens angesprochen habe, klar, er ist lange dabei und deshalb wird er nicht herausgeschmissen, aber dann sollen sie sich auch nicht wundern, dass ihr Netzwerk immer schlechter wird, wenn sie keine neuen Leute einstellen. Ach ja, würden sie einfach auf mich hören, wäre deren Server schon vor einem Jahr gut geworden. Aber sie wollen ja nicht auf mich hören, weil das ja dann schlecht wäre. Oh lol, ich glaube, ich werde sterben, ja. Schade. Ich bin da ein bisschen schlecht reingegangen. Egal, haben ein bisschen Gold. Also mit sollte es besser gehen. Wir hatten auch nur eine 1er Brustplatte, von daher. Kurz mal neues Equipment kaufen. Die brauchen wir ja nicht so, danke. So, holen uns auch ein Goldapfel, dass wir das besser überleben, weil die hatten da auch schon wieder einen Bogen. Bestes Schwert für 3 Eisen. Und ja, wir gehen gleich einfach nochmal hoch, aber warten einfach noch ein bisschen vorher, dass da gleich mehr Eisen liegt. So, Rüstung. Wunderschön. Selbst, ach du Scheiße. Selbst Bang, der selbst erwachsen ist mit 21 Jahren, richtig arbeiten geht, also der geht nebenbei, dass er auch noch Clients codet, wo er ja auch Geld für kriegt bei mir, geht er normal arbeiten. Währenddessen fickt er noch ganz nebenbei, immer am Wochenende, wenn er Zeit hat, den Gomme-Server mit seinen Bypasses vom Client her. Wie man auch schon wieder sieht, keine Autobahns, zumindest erst nach 20 Minuten Autobahns. Was bedeutet, ich hätte genau mit Suicide wieder eine ganze Less-Hack-Folge mit dem Client aufnehmen können ohne Autobahns. Und trotzdem, obwohl er nur so wenig Zeit da reinsteckt, kann er den Server so gut ficken, während Fabian Fassbender, der wunderschöne Spast, genatzt, seine Vollzeit daran arbeitet, den Server zu verbessern und das Anti-Cheat zu verbessern, mit 30 Jahren es aber trotzdem nicht hinkriegt. Und er darauf stolz ist und meint, seine Freundin wäre auch stolz auf ihn. Ich bezweifle ja auch wirklich, dass der Typ eine Freundin hat, mit dem, was er wirklich tut. Und falls seine Freundin wirklich auf ihn stolz sein sollte, dann ist die Freundin halt leider genauso dumm wie er selbst. Aber so ist das halt meistens in Beziehungen, sonst wird sowas ja auch nicht funktionieren. So, gehen zu Team Blau, weil Team Rot hatte ein bisschen gutes Equipment. Beziehungsweise, na, wir holen den jetzt einfach mal nicht. Ich habe keine Lust da, nochmal extra für den runter zu gehen. So, kurz hier ins Wasser und ich habe irgendwie ein bisschen wenig FPS mit Necro. Aber das kann simpel daran liegen, dass ich den Shader ESP so weit hochgedreht habe von der Qualität und hier so viele Items rumliegen. Alter, die bauen da gerade mega die Trump Wall. Was ist los mit denen? Aber auch nice. Kann man ja auch mal machen. So, du als nächster. Kurz down. Könntest du schnell. Dankeschön. Ah, die spawnen hier direkt. Das wird eher nicht so witzig. Oh nein, das wird richtig schlimm. So. Okay, das wird ein bisschen dauern. Ah, Fast Break. Bitte, danke. Fast Break geht halt überall gut, außer auf den Kisten. So. Einmal den da unten holen, der da am Sneaken ist. Und na? Was geht? So. Und noch den anderen blauen. Die waren auch nur zwei. Na. Was auch immer den die Wand hier bringt. Vor allem, warum baut man so eine hohe Wand, wenn sie dann trotzdem so in der Breite nur ein Block tief ist und einfach niemanden aufhalten würde. Aber wirklich gar niemanden. Egal. Das ist Minecraft. Die dachten wahrscheinlich, dass wir irgendwas bringen. So. Neues Schwert ist eindeutig mal angebracht.
essen kurz was. Mein Team verteidigt sich ja ganz gut mit dem Bogen. Also holen wir einfach mal kurz den Typen aus der Mitte mit seinem Bogen. Und dann sollten wir eigentlich richtig gut zu Team Rot gehen können. Der hat sogar ein Eisenschwert. Ja, die töten wir mal ganz kurz. So. Na? Geht jetzt beide leider down. Oh, schade. Echt schade. Und beide kein Equipment mehr. Ich hoffe einfach, dass der letzte jetzt nicht auch noch einen Bogen hat. Weil sonst könnte es echt noch irgendwo... Was für einen schönen, sicheren Weg, die sie zu sich gebaut haben. Praktisch, dankeschön. Und der steht da AFK. Nice. Oh, ich hole ihn trotzdem mal, dass er kein Equipment hat, wenn er zurückkommt. So. Und einmal ganz Team Rot. Kurz down machen. Der eine ist ja eh AFK, passt ja ganz gut dann. Na? Kurz zerstören. Tschüss, tschüss. Und na, der letzte rennt gerade ein bisschen weg, aber oh, er ist runtergesprungen. Gut, dann gucke ich kurz, wie lange ich aufgenommen hatte und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Oh, wow, ich wusste einfach wirklich nicht, dass wir schon bei 15 Minuten sind. Ich wusste zwar, dass die dritte Runde richtig lang ging, aber dass sie so lange ging im Vergleich zu den anderen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und dann können wir dieses Mal wieder 1000 Likes schaffen. 1000 Likes ist eigentlich wirklich so ein Standard, den wir eigentlich wirklich immer schaffen könnten. Dann würden die ganzen Hater so, die ganzen Kuchen-TV-Fans und Tanzverbot-Fans, die im Nachhinein noch wegen so welchen Videos meine Videos disliken, ziemlich gut in Schatten stellen. Und dann sehen wir uns, ach ja, heute kommt wahrscheinlich noch ein CSGO-Video. Das wird ziemlich witzig, auch für die Leute, die sich nicht für CSGO interessieren. Da haben wir einen Cheater getroffen, der ein bisschen unterbelichtet war und mit Free-Cheats rumgerannt ist und insgesamt keine Ahnung vom Game hatte. Falls es euch interessieren sollte, dann guckt es euch an und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Netzwerk wieder. Haut rein, ciao.